Dieses Match ist ein Singles Match. Es ist ein Fight Forever Match und festgelegt für einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. 1,78 Meter groß. Er wiegt 82 Kilogramm. Aus Osnabrück, Deutschland. Hier ist für euch Anil Manik! Fight Forever kommt euch direkt bis in die Wohnung. Hier kurz in Papenburg vor We Love Wrestling 45. Das könnt ihr jetzt schon auf WXW Now sehen. Aber hier auf YouTube könnt ihr kostenlos Anil Manik in Action sehen. Ich rufe seinen Gegner. Er wiegt 72 Kilogramm und ist 1,72 Meter groß. Aus Izumi, Osaka, Japan. Ladies and Gentlemen, this is und sein Gegner ist ein ganz besonderer junger Mann, der sich in Hamburg bei We Love Wrestling das 30. Mal in der Markthalle eine unglaubliche Leistung gehabt hat gegen Tristan Archer, Kohei Kinoshita aus Osaka, Japan. Ein Schüler von Shigehiro Irie, unser Unified Pro Wrestling Champion, den wir heute Abend noch in einem Champion vs. Champion Match sehen, gegen Lawrence Roman, unser Shotgun Champion. Das Match ist angefangen mit einem Handshake zwischen Anil Manik und Kohei Kinoshita. Für Manik natürlich waren die letzten Monate seit seiner Rückkehr von Verletzung nicht mal die besten. Noch ohne Sieg für diese ganzen Monate. Man könnte sagen, das war die beste Leistung von ihm in Hamburg in dem Tag Team Match an der Seite von Elia Blum gegen Zafar Amin und Norman Harras. Aber Norman Harras, wie normal ist, reingeschlichen in der letzten Sekunde und hat den Sieg von seinen Händen geklaut. Das darf Anil Manik jetzt nicht ablenken hier gegen Kinoshita, der an mehreren Stellen in Hamburg gezeigt hat, dass er mit die Besten in Europa, wie Tristan Archer, noch mithalten kann. Und mithalten kann er hier in diesem Headlock. Side Headlock Takeover hier von Kinoshita. Er bleibt in der Kontrolle hier. Kinoshita trotz seinem ganz, ganz jungen Alter. Man würde nicht vorstellen, dass dieser Mann 20 Jahre Erfahrung hat. Hier ein Cover von Anil Manik, aber nicht ausreichend. Man würde nicht denken, dass der junge Kinoshita schon mit 6 Jahren sein Training angefangen hat. Jetzt in die Seile. Drop down. Leapfrog von Manik. Dropkick direkt ins Gesicht von Kinoshita. In die Ecke. Jetzt die Landungszone für den Forearm. Und Manik in dem Slingblade. Das könnte die Möglichkeit jetzt für Manik, den Sieg zu holen. Aber nur für 2. Man hört die Schreie von Kohei Kinoshita mit der Kontrolle über den Arm von Anil Manik. Das war auch die Taktik. Wahrscheinlich schon Taktik geholt von Alice Gide. Oft die jungen Wrestler hier bei der WXW hilft, wenn er dabei ist. Alice G natürlich auch später in Action. Kinoshita, schöne Brücke da. Muss sich den Weg nach oben schaffen, wieder auf die Beine. Und schafft er das in die Seile. Dockt den Clothesline, dockt ihn nochmal. Shotgun Dropkick.
Jetzt ist Marek in die Landungszone, aber ausgewichen. Abgefangen von Kinoshita, das Knie in der Midsection. Sunset Flip, schön, wie eine Poesie in dem Cover. Und die Mobilität von Kinoshita in dem Insecurity. Und wer weiß, was die Zukunft hat für Kinoshita. Vielleicht ein Sieg hier in dem Cover. Nein, nochmal wieder. Und nochmal, das dritte Mal. Eine gute Taktik. Jedes Mal muss Anil Marek das Cover. Nochmal beide Beine. Vier Covers hintereinander. Man muss sich bedenken, mit jedem Kickout muss Anil Marek mehr Kraft benutzen. Er wird daraus müder und müder. Und das spielt eine große Rolle. Ansatz hier für die STB Suplex. Nein, Roll-Up von Marek in dem Cover. Hier, Kickout. Abgefangen da mit dem Kick von Kinoshita. Und schon wieder ins Gesicht. Und wer weiß, was die Zukunft für Kohei Kinoshita hat. Möglicherweise 16 Karat Gold gewinnen oder Unified World Wrestling Champion. Genauso wie sein Lehrer Shigehiro Irie. Aber die Zukunft ist noch weit. In der Gegenwart ist noch Anil Marek da. Noch ist die Chance für sich, den ersten Sieg zu holen. Kuntert den Neckbreaker zweimal. Dritte Mal muss er das nehmen. In dem Cover jetzt von Kinoshita. Man hört schon das Publikum in Papenburg. Weiß, worum es geht bei WXW. Anil Marek jetzt. Schwere Lage in dem Seile. Jetzt Suche nach dem Abdominal Stretch und gefunden von Kinoshita. Die Dehnung da. Noch mit der Ellenbogen an der Seite von Marek. Das verursacht noch viel, viel mehr an den Schmerzen. Noch die Schwäche, aber Marek raus und hebt das. Harte Landung vor Kinoshita. Gefangen da den Schlag. Und wieder zurück von Marek. Der Osnabrücker mountet den. Oh nein. In die Seile geschickt ist Marek. Aber gefangen mit dem Forearm. Noch wieder den Clothesline. Und noch ein Clothesline. Backbody Drop von Marek. Momentum völlig auf seiner Seite. Ist das hier der Tag, wo Anil Marek endlich diesen Fluch los wird und seinen ersten Sieg seit der Verletzung wiederholt? Marek angelaufen mit dem Forearm in dem Bulldog. Und da, gute Landung in dem Cover. Hier, Kickout. Anil Marek fragt sich, was er noch machen kann, um Kohei Kinoshita für die drei auf dem Boden zu halten. Die Frustration baut sich auf. Er sucht das Ende, den Long Blower. Abgefangen da von Kinoshita. Superkick. Noch. Oh, dieser Bridging Follow-Away Slam von Kinoshita. Kickout. Kickout von Marek. Das haben wir gegen Tristan Archer gesehen. Unglaubliche Leistung hier. Ansatz für den STB Suplex. Schläge von Marek. In die Seile wieder. Dropkick, picture perfect. Visitenkarte aus Papenburg. Und jetzt wieder von hinten. Ansatz, STB Suplex in dem Cover. Kinoshita für den Sieg. Der Sieger in diesem Match, Kohei Kinoshita! Unglaubliche Leistung von Kohei Kinoshita in Hamburg. Und jetzt beim Fight Forever gegen Anil Marek holt er sich den ersten Sieg in der WXW. Was hat die Zukunft für diesen jungen Mann? Ich weiß, was die Zukunft für ihn hat.
Wenn ihr Mitglied werdet bei der WXW, könnt ihr jetzt schon We Love Wrestling 45 aus Papenburg schauen.